diese stickige Luft in der BRD, diese Luft der Unfreiheit, dieser Repression von Andersdenken, auch Verfolgung von Andersdenken, die hat man auf der europäischen Ebene weniger. Ich muss das sagen, unsäglichen Parlamentspräsidenten Martin Schulz, ein ungeheuer selbstgefälliger Mensch. Und ein solches Gesinnungsdelikt wird gleichgesetzt mit einem neunfachen Mord. Sie haben ja am 19.05. vor dem Verwaltungsgericht Berlin erwirken können, dass Sie Zutritt in die Räumlichkeiten des Bundestages erhalten. Wie waren allgemein die Reaktionen? Ja, die Presse hat ja einige Berichte da zu diesem Thema geschrieben, weil es ja ein Präzedenzfall ist. Also es wurden ja in einer bisher einmaligen Art und Weise einem Abgeordneten, einem gewählten Abgeordneten, die Arbeitsmöglichkeiten eingeschränkt. Ich bin ja der persönliche Referent des Europaabgeordneten Udo Vogt und der hat ja auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen von der Bundestagsverwaltung. Die durfte ich jetzt praktisch 2 Jahre lang nicht betreten. Und es spricht ja so eigentlich auch schon Bände, dass man überhaupt den Klageweg da beschreiten muss. Und ausgegangen ist das Ganze mit einem Kompromiss. Das heißt, ich darf jetzt also diese Räumlichkeiten für die Europaabgeordneten betreten und die Bundestagsbibliothek. Das ist natürlich ein Teilerfolg, aber die Gegenseite kann ja auf Zeit spielen. Und wenn man jetzt die Verwaltungsgerichtsbarkeit ausgeschöpft hätte, dann hätte sich das Ganze noch über Jahre hinziehen können. Deswegen, um es jetzt zu verhindern, dass wir also praktisch gar keine Möglichkeit haben und sich dann das womöglich durch Zeitablauf erledigt, haben wir dann eben gesagt, gut, wir gehen darauf ein. Inwiefern wird denn die Arbeit für den Europaabgeordneten der NPD eingeschränkt? Naja, es ist ja so eine Sonderbestimmung, dass Europaabgeordnete Zugang haben zum Bundestag und dort auch Räumlichkeiten haben. Damit ist natürlich bezweckt, dass die Europaabgeordneten mit den Bundestagsabgeordneten zusammenarbeiten können, sich abstimmen können. Wir wissen ja, dass heutzutage in diesem ganzen EU-System verbindliche Verordnungen erlassen werden, die eben auch für die Bundesrepublik Deutschland gelten und in das politische Leben eingreifen. Und andere Dinge sind ja auch in der Diskussion, wie zum Beispiel das TTIP-Abkommen. Und ich war, wie gesagt, noch nicht mal in der Lage gewesen, das Büro zu betreten vom Udo Vogt. Also das ist ja, erübrigt sich ja dann noch zu erklären, wie da die Arbeit eingeschränkt ist. Also man darf noch nicht mal das Gebäude betreten. Jetzt hat man das Gröbste also da abgestellt und ja, ich hoffe, dass ich wenigstens diese eingeschränkten Möglichkeiten jetzt wahrnehmen kann. Wie treten denn andere Abgeordnete Ihnen gegenüber auf, wenn Sie das den Bundestag betreten beispielsweise? Naja, Sie kennen ja die Situation, Udo Vogt ist ja gewählt worden über die Liste der NPD. Und die NPD ist unter den legalen Parteien sicherlich die am meisten verfolgte in der ganzen EU. Und natürlich ist es so, dass man also offiziell nicht unbedingt Kontakte haben will, aber sagen wir mal, hinter den Kulissen doch Abstimmungen abgesprochen werden, dass man da ein gemeinsames Vorgehen beratschlagt. Vor allem natürlich gibt es eine Zusammenarbeit von einzelnen Mitarbeitern von Bundestagsabgeordneten und Europaabgeordneten oder eben von Mitarbeitern innerhalb des Bundestages oder des Europaparlaments. Also das läuft dann auf einer nicht ganz offiziellen Linie. Der Udo Vogt ist ja auch einer von 2 bundesdeutschen Abgeordneten, die also keinem Fraktionszwang unterworfen sind. Also er gehört keiner Fraktion an. Das hat natürlich Vorteile.
Man ist völlig frei, man braucht sich mit niemandem abzustimmen. Man kann das sagen, was man also denkt, und kann auch das denken, was man sagt. Und das ist ja bei anderen ganz anders. Da gibt es ja ganz komplizierte Abstimmungen innerhalb der Fraktion, wie man sich dazu was zu stellen hat. Andererseits haben wir natürlich auch Nachteile. Er kann natürlich wesentlich weniger Personal beschäftigen. Er kann, hat wesentlich kürzere Redezeit vom Parlament. Aber so ist das eben mal für einen freien Abgeordneten. Herr Mehnen, inwieweit ist denn der Zugang im Bundestag beschränkt? Also was dürfen Sie noch mal im Einzelnen besuchen und was nicht? Ja, also es wurde damit sehr harten Bandagen gekämpft und ich hätte gerne mehr rausgeholt. Ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt Recherchearbeiten hat, wenn man in der Bundestagsbibliothek dann 8 Stunden zubringt oder länger, dass es dann ganz angenehm wäre, wenn man auch mal die Kantine dann aufsuchen könnte. Das wurde mir ausdrücklich verboten. Das wäre also nicht so wichtig fürs Arbeiten. Man könnte dann ja wieder rausgehen, irgendwas essen und trinken und dann wieder reinkommen durch diese ganze Sicherheitskontrolle. Also Schikanen eben kleinlichster Art. Und mir wurde dann also auch eröffnet bei dieser, man muss schon sagen, kuriosen, nicht öffentlichen Güteverhandlungen am 19. Mai. Wenn ich Durst habe, dann könnte ich ja auf die Toilette gehen und mir dort also Wasser abzapfen vom Wasserhahn. Das wäre also zumutbar. Das ist halt das Niveau. Aber wie gesagt, man ist steht einer übermächtigen Verwaltung gegenüber. Und sie setzen eine Pistole auf die Brust. Guck mal, du darfst in die Bibliothek und in das Büro der Abgeordneten. Linders oder du kriegst gar nichts, nicht? Das ist es eben. Ich finde es natürlich also absolut kleinlich, auch das Ganze. Und wie gesagt, aber es bleibt da nichts anderes übrig. Aber es war ein Präzedenzfall, das kann man sagen. Ich wurde da ja auch, das möchte ich auch noch dazu sagen, auf eine Stufe gestellt. Es wurde ja verglichen mit dem Christian Klar. Und die Medien hatten das ja so berichtet, also Christian Klar hat er wohl am Ausweis, einen Hausausweis, das ist das übliche Verfahren, dass man einen Hausausweis hat und da darf man dann alle Liegenschaften betreten, hat er beantragt, das wurde ihm nicht genehmigt. Da hatte er aber die Möglichkeit, mit seinem Bundestagsabgeordneten, einem Bundestagsabgeordneten der Linken, Herrn Dart, dann in Begleitung mit reinzugehen. Der wurde eben abgeholt vom Abgeordneten mit reingenommen. Die Möglichkeit hatte Udo Vogt nicht. Also Udo Vogt ist als Europaabgeordneter eingeschränkt. Das sind auch die anderen Europaabgeordneten da eingeschränkt, die können nicht einfach Besucher mit reinbringen. Ja. Deswegen blieb da nur der Klageweg. Aber interessant ist ja, ich habe ein Meinungsdelikt begangen, die sogenannte Volksverhetzung. Ich habe da niemandem was Böses gewünscht oder irgendetwas nicht Erlaubtes gesagt, aber ich habe die Polizeistatistik, die offizielle Polizeistatistik des Landes Berlin, die hatte ich zitiert. Öffentlich. Und die hat eben in gewissen, sage ich mal, Kriminalitätsbereichen sind da eben wesentlich mehr Ausländer als Deutsche aktiv. Und das wird als Volksverhetzung ausgelegt. Das ist natürlich bemerkenswert, ja. Und ein solches Gesinnungsdelikt wird gleichgesetzt mit einem neunfachen Mord. Also ich meine, der Herr Klar, er hat übrigens seine Strafe abgesessen. In dem Sinne, nach dieser herrschenden Ideologie ist er ja eigentlich resozialisiert. Also ich persönlich wäre dafür, dass er in den Bundestag rein kann, nicht? Aber dass man vergleicht sein Delikt, was er gemacht hat, mit dem, was mir vorgeworfen wurde, das ist natürlich schon ein starkes Stück, dass man sagt, also bring lieber 9 Menschen um, aber sag nichts gegen die multikulturelle Gesellschaft. Ja. Das ist sehr bemerkenswert, aber überrascht auch nicht weiter. Und im Grunde wirft das nur ein Schlaglicht auf die aktuelle Situation. Ja, also mein Zugang denkbar beschränkt hier. Die Verwaltung schießt ja ins Kraut, wer sich da ansieht, was alles zum Bundestagsliegenschaften gehört. Also in die meisten Sachen darf ich eben nicht rein. Ich bin da also beschränkt. Wenn ich jetzt irgendwelche Recherchearbeiten oder sonst was, kann ich also persönlich nicht abgeben, darf ich nicht aufsuchen. Ich darf nur in diese beiden Bereiche rein. So ist die Lage. Ja, Herr Mehnen, gehen Sie gegen diese Zugangsbeschränkungen nochmal rechtlich vor?
Ja, also diese Vereinbarung, die getroffen wurde, jetzt mit der Bundestagsverwaltung, die sieht vor, dass bis zum Ende der Legislaturperiode, das wird voraussichtlich im Oktober 2017 sein, dass ich da also keinen Ausweis mehr beantrage und eben diese Beschränkung auch hinnehme. Danach obliegt es einem neuen Bundestagspräsidenten, eventuell neue Regeln da aufzustellen. Das muss man dann sehen, aber ich habe auf jeden Fall vor, dass ich also sobald die Möglichkeit besteht, einen neuen Hausausweis dann beantrage und da voll gleichberechtigt bin. Und wir wollen es nicht hoffen, dass die Bundestagsverwaltung weiterhin uneinsichtig ist, dass ich dann auch diesen Ausweis bekommen werde. Es sind ja auch neue Fakten dann. Ich habe dann diese Bewährungszeit auch hinter mir gebracht und so weiter. Und ich glaube aber, dass dieser Fall hier ein Präzedenzfall ist, weil es steht ja jetzt nach Lage der Dinge zu erwarten, dass der kommende Bundestag ganz anders aufgestellt sein wird. Dass man also damit rechnen kann, dass also auch patriotische und nationale Abgeordnete einziehen werden. Und ich hoffe doch, dass ich ein Schärflein wenigstens dazu beigetragen habe, dass man also diese Repression in der Hinsicht in Zukunft nicht wiederholen wird. Ich hoffe also, dass alle künftigen Abgeordneten und ihre Mitarbeiter uneingeschränkt, also so behandelt werden, wie die Verordnungen, die Gesetze das vorsehen. Ja, wie sieht denn die Arbeit überhaupt im Europaparlament aus? Geht es dort ähnlich zu wie jetzt im Bundestag? Also wird die Arbeit des Europaabgeordneten Vogt und seinem Stab ebenso, also ähnlich schikaniert, oder ist dort die Arbeit etwas, ich sag mal, einfacher? Ja, ich muss sagen, grundsätzlich ist es schon einfacher. Wir haben ja jetzt als NPD jetzt nicht den vergleichenden Deutschen Bundestag, aber da wird es, was ja von denselben Parteien, Systemparteien dominiert wird, nicht anders sein als in den Landtagen. Ja. Wir haben Einblick in die Landtage von Sachsen und von Mecklenburg-Vorpommern. Und mit den Sachen, die dort passieren, verglichen, ist es sicherlich im Europaparlament einfacher. Ich sage mal, diese stickige Luft in der BRD, diese Luft der Unfreiheit, diese Repression von Andersdenken, auch Verfolgung von Andersdenken, die hat man auf der europäischen Ebene weniger. Das wird zwar auch immer schlimmer, Schritt für Schritt, aber es ist nicht so schlimm, sagen wir mal, wie in der Bundesrepublik selbst. Also in Brüssel ist insofern noch ein besseres Arbeiten. Man kann sich über die Verwaltung zum Beispiel wenig beschweren. Also man muss sagen, dass da schon Objektivität herrscht und man also versucht da, die geltenden Bestimmungen einzuhalten. Allerdings wird der Ungeist der Bundesrepublik Deutschland auf die EU übertragen, vor allem durch den wirklich, ich muss das sagen, unsäglichen Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Ein ungeheuer selbstgefälliger Mensch, der also als Sozialdemokrat wirklich auch lebt wie ein Renaissancefürst. Das wird also auch kritisiert, sein Fuhrpark, seine vielen Angestellten und so weiter. Na gut, das ist die eine Sache, auf die wir wenig Einfluss haben, aber er übt auch eine unglaubliche Repression aus. Zum Beispiel hat er dem russischen Botschafter Hausverbot erteilt für das Europaparlament. Er hat wiederholt auch Udo Vogt Besucher nicht ins Haus gelassen, also zum Beispiel russische Professoren. Dem wurde dann ganz kurzfristig der Zugang verweigert. Der weltberühmte britische Historiker David Irving durfte das auch nicht betreten, das Gebäude. Und das alles, obwohl wir es rechtzeitig vorher alles angemeldet hatten, das war alles völlig klar, aber die Schikane für so einen Sozialdemokraten, die wird natürlich ausgekostet bis in die Kleinigkeit. Das heißt, man wartet bis zum letzten Augenblick und dann, wenn die Besucher da sind, wird ihnen dann praktisch direkt an der Kontrolle eröffnet, nein, er kommt hier nicht hinein. Ja? Also die Leute fahren von Petersburg, von Moskau fliegen sie hierher oder von Großbritannien nach Brüssel oder nach Straßburg, dann werden sie nicht reingelassen. Das ist Martin Schulz. Ja. Gut, was soll man über so jemanden noch groß Worte verlieren? Also er ist derjenige, der einen großen Umgeist da reinbringt und
Er hat wohl nicht die Absicht, sich an die Absprache zu halten, wie man jetzt so hört, dass er seinen Posten also räumt. Es gibt ja so eine Vereinbarung, kann man sagen, jetzt hier ist irgendwo auch so eine Schmierenkomödie, damit die alle Fäden in der Hand haben, haben sich die Konservativen, die Sozialdemokraten in einer also sehr großen Koalition zusammengeschlossen. Der eine macht den Kommissionspräsidenten, das ist der Satzern bekannte Herr Juncker. Der Zitat ist, wenn es ernst wird, muss man lügen. Das ist also auch seine Geisteshaltung. Und eben auf der anderen Seite der Herr Schulz. Ja. Aber gut, wir sind im Europaparlament Vertreter unserer Völker. Wir sind eigentlich ganz stolz darauf, dass wir solche Leute als Gegner haben. Und wenn wir mit dem Herrn Schulz, dem Herrn Juncker irgendwas übereinstimmen, dann darin, dass wir mit ihnen politisch nichts gemeinsam haben. Herr Mehn, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitte. Danke auch.